Schönen guten Tag, meine lieben Leute. Entschuldigung. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SCP Containment Breach. Oh Gott. Durchgeknallt. So, wir sind bei der Maschine. Und wie ich euch bereits gesagt habe, können wir damit tolle Sachen machen. Und zwar so. Ich nehme also unsere Level 2 Keycard. Also nee, warte mal. Ich lege die mal ein bisschen weiter in die Maschine rein. Vielleicht erhöht das die Erfolgschancen. So. Wir stellen die Maschine auf Very Fine. Wir speichern dann. Und dann drehen wir einen Schlüssel. Denn es klappt nicht immer. Und dann müssen wir neu laden. Wenn unsere Karte in eine falsche Karte verwendet wird. Wir werden es jetzt sehen. Oh, fuck! Wieso kommt der genau jetzt, wenn ich gespeichert habe, du Huren? Ich hasse dich! Fuck me. Fuck me real hard. Okay, ich lade nochmal neu. Das ist doch eine Dreckskacke. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt taucht er hier auf! Mann! Ich brauche die Omni-Keycard. Ich komme sonst nicht weiter, verdammt nochmal. Ich habe schon wieder vergessen, meine IO anzumachen. Mann! Jetzt müssen wir den erst irgendwie weglocken, ey. Ich könnte kotzen. Ich wette, ich finde die Maschine dann nicht wieder. Ich versuche mal was. Da ist erstmal die. Oh fuck, hier ist nur ein Fahrstuhl. What the fuck? Jetzt taucht er hinter mir nämlich auf. Ah, bleib doch nicht an der Leiche hängen. Wenigstens die Gasmaske hätte ich noch verändern können, dass ich schneller hätte rennen können. Aber nein. Ich muss den scheiß Larry da jetzt weglocken. Oh oh. Wo ist er? Werde ich gleich wieder. Oh, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit den Weg wieder zurückzulaufen. Shit, ey. Ehrlich, so ein Shit. Ich versuche jetzt, um ihn herumzurennen. Und zwar genau jetzt. Renn schneller! Der Typ rennt einfach nicht schnell genug. Shit, falsche Tür. Dammit. So. Ganz schnell die Gasmaske verbessern. Oh, oh, nein. Noch nicht drehen. Jetzt. Wehe, der taucht jetzt wieder auf. Ich hoffe, ich habe ihn abgeschüttelt. Ja, Gott sei Dank. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Wir haben jetzt die schnelle Gasmaske sozusagen. Jetzt müssen wir unsere Karte in eine Omni-Card machen. Das Doofe ist bloß. Speichern. Das klappt nicht immer. Manchmal wird auch eine Mastercard raus. Aber wenn es eine Omni-Card wird, haben wir Glück. Wenn nicht, haben wir Pech. Müssen wir nochmal neu laden. Und hoffen, dass es irgendwann läuft. Jawohl, guckt euch das an. Omni Keycard. Awesome! So. Und wisst ihr nämlich, was wir jetzt machen können mit den ganzen anderen Schlüsselkarten? Richtig. Wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Not longer acquired. Okay, pass auf. Habe ich gerade eine Batterie weggeschmissen? Scheiße, wo habe ich die Batterien geschmissen? Ach, da. So, pass auf. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Gegenstand, um weiterzukommen. Und das ist,
Ja, eigentlich zwei Gegenstände. Also zwei wären auf jeden Fall ganz gut. Einmal das, der komische, das GPS-Teil, ja. Damit kann man nämlich sehen, wenn man das in die Maschine tut, aber die Maschine will ich wahrscheinlich nie mehr wiederwenden, dann kann man SCP-173 und 106 kann man dann erkennen auf der Karte, ob die sich nähern, ne? Es ist aber nicht so schlimm, wenn wir das jetzt nicht haben. Hauptsache, wir haben die Keycard Omni und unsere verbesserte Gasmaske, damit wir schnell flüchten können. Deswegen werde ich jetzt nochmal speichern und die Maschine verlassen. Nachdem ich mir an der Nase rumgefummelt habe, mal gekitzelt. Und ja, jetzt können wir uns eigentlich überlegen, was wir machen. Ob wir uns jetzt vom gruseligen Mann fangen lassen, wäre ganz sinnvoll, weil wir dann einen Code bekommen, den wir brauchen. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass hier auch Billy noch rumrennt. Lass mich raten, er steht da jetzt drin. Ist er da jetzt? Ich sehe ihn. Ich weiß nicht, ob er da ist. Aber mal drauf losrennen. Ich höre ihn. Ich höre ihn auf jeden Fall. Ich lasse die Gasmaske mal an. Mit der kann man nämlich rennen. Die ganze Zeit. Ups. Verdammt. Damn it. Das Doofe ist, den Radical Larry, den alten Mann, den sieht man da nicht mehr so schnell. So, da bleibe ich jetzt mal weg. Geh mal hier rum. Auf in die Heavy Containment Zone. Weil wo uns der... Oh, fick dich doch. Was machst du denn da? Ey, es war bis jetzt immer so, dass der da auftaucht, wo du ihn nicht gebrauchen kannst. Ist immer bis jetzt. Wir müssen an ihm vorbei. Das nützt nichts. Na komm, Billy. Whoop. Whoop. Ich sperre dich aus, du Sack. So. Ein Schritt weiter gekommen. Omega Warhead Silo. Und? Ach, kein Bock, das zu lesen. Okay, hier müssen wir theoretisch auch hin. So, ja, genau. Ich schließe uns mal hier ein. Und zwar müssen wir da solche komischen Atomköpfe müssen wir außer Kraft setzen. Wenn wir ein anderes Ende haben wollen. Und dann müssen wir noch einen weiteren Raum auffinden. Obwohl, das kommt auf das Ende an, was wir wollen. Ich mach das so, je nachdem, was wir schneller finden, das wird dann gemacht. So, hier haben wir jetzt Remote Detonation Omega Warhead. Und Alpha Warheads. Das ist beides auf On. Wir machen beides mal vorsichtshalber aus. Außerdem finden wir, ich glaube, ich habe es gerade schon aufgenommen, ja. You put on the vest and feel slightly encumbered. Die sollte uns schützen vor, ja, vor Schusswaffenfeuer. Warum? Weil einige SCP-Scanner Waffen benutzen. Nein, Spaß. Das sind keine SCPs. Das ist eine Spezialeinheit. So, ich hoffe, der Fahrstuhl fährt jetzt auch wieder nach oben. Hier gibt es nämlich gerne mal einen Bug. Sieht ganz gut aus. Ach ja, da war ja was. Speichern. Rennen, was das Zeug hält. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das für ein Tor? Ah, hier brauchen wir den Code, nicht wahr? Ist das nicht das Tor?
vor sogar, wo man den Code braucht. Ich weiß nicht mehr. Ah, da unten sind nur die Viecher. Shit, dann können wir hier nichts machen. Ist das ärgerlich. Und ich sehe so gut wie gar nichts wegen der Scheiß. Wisst ihr noch, wen wir da draußen stehen gelassen haben? Genau. Billy. Wo ist er? Er steht vor der Tür, nicht wahr? Jo! Moin! Hallo, lässt du mich durch? Nein? Alles klar! Billy, ich will an dir vorbei. Pass auf, wir machen das so. Die Dinger sind ja noch offen. Wir locken ihn jetzt wieder irgendwie hier hinter. Ja, genau. Ja, ja, so machen wir das Ganze. Mhm. Okay, pass auf. Hallo, Billy. Willst du mich holen? Oh, shit. Dann komm und... Oh, shit. Das ist zu weit weg, aber auch zu nah dran. Ich hoffe, ich überlebe das, wenn ich hier stehe. Obwohl, warte mal. Wir können dich ja auch hier so einsperren. Das ist zwar nicht ganz so sicher wie hinter dieser komischen... Ah! SCP-1006. Obwohl, wir müssen sowieso... Wir müssen uns eigentlich sowieso von dem einmal fangen lassen. Sollen wir das jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich speichere mal. Ja, komm, wir lassen uns von ihm mal fangen. Und zwar müssen wir ja in seine Pocket Dimension. Ja, du hast mich gefangen. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt und wach auch in der Dimension wieder auf. Denn... Nein, ich glaube, er hat uns umgebracht. Wie es aussieht, will er noch nicht mit uns spielen. Scheiße. Was ist denn das? Normalerweise killt er einen nicht. Memory Access Violation? Was? Scheiße. Mein Spiel ist abgeschmiert. Was mache ich denn jetzt? Nehme ich überhaupt noch auf? Ich weiß es nicht. Fuck. Falls ich nicht mehr aufnehmen sollte, ja, rede ich gerade mit mir selbst. Super Erkenntnis. Falls ich noch aufnehmen sollte, beende ich hier vorzeitig den Part. Es tut mir sehr leid, ich hätte gerne noch mehr aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel jetzt noch wieder gestartet kriege. Ich weiß es nicht. Okay, ich nehme anscheinend noch auf. Was ist denn, wenn ich das Spiel jetzt nochmal neu starte? Was passiert denn dann? Taucht dann mein Dingsens wieder automatisch auf? Ah, das ist das Menü. Ja. Mal schauen. Ah, ihr seht wieder was, richtig? Ha. Und falls nicht, hört ihr jetzt 8 Minuten lang meine Stimme. Oder 9 Minuten. Aber falls ihr was seht, ist das super. Dann können wir nämlich das Ganze nochmal angehen. Das verstehe ich nicht. Normalerweise immer, wenn man in seine komische Welt fällt, überlebt man das. Aber jetzt bin ich während der Testaufnahme und jetzt hier schon wieder gestorben. Das kann doch nicht sein. Müssen wir mit ihm vorher noch Katz und Maus spielen, dass er sagt, okay, jetzt lasse ich dich am Leben, oder what? Dass er sagt, da brauchen wir nicht hin. Weil, naja, wie gesagt, wir könnten einen Code brauchen. Oh, Moment. Oh, stopp, 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 stopp. Das hält zwar nicht wirklich viele auf, aber jetzt müssen wir hier unten ja reinkommen. Ich hoffe nur, dass jetzt der Radical Larry nicht noch vorhat aufzutauchen. Ey! Ist definitiv noch in der Nähe. Wieso werden wir da nicht reingelassen? Das ist gemein. Lass uns da doch rein! Okay. Ich glaube, ich weiß, warum er immer wieder die Tür zumacht. Ich habe so eine Ahnung. Und diese Ahnung werde ich jetzt überprüfen. Ich weiß nur nicht wo. Scheiße. Dafür müssen wir noch einen Raum finden. Hier waren diese Türen. Ja, okay. Ups. Fail. Man sieht aber auch gar nichts mit der scheiß Gasmaske, ey. Hey, wisst ihr noch das Notenblatt?
Wollen wir es nochmal versuchen? Auf die Gefahr hin, dass Billy wieder da unten ist. Okay, er ist diesmal nicht hier unten. So. Jetzt werden wir zu dem Notenblatt hingezogen. Und werden uns selber verstümmeln, um es zu Ende zu schreiben, weil es mit Blut geschrieben ist und wir das unbedingt zu Ende schreiben müssen. So müsst ihr euch das Ganze vorstellen. Ja, das passiert. Man reißt sich irgendwie den linken Arm und so auf. Ich will den Schalter da versuchen zu bedienen. Kann man die Tür nicht mehr zumachen? Ja, keine Ahnung. Ich renne mal weg. Außerhalb dieses bösen... Das ist so praktisch, dass wir die ganze Zeit rennen können. Das ist geil. Aber ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Billy? Billy, bist du hier? Ich sehe so gut wie gar nichts. Das Video bei euch müsste etwas heller sein, als ich das hier gerade sehe. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Vollidiot. Ah, mein Bart juckt. Rasier dich doch. Nö. Hey, wir sind wieder am Anfang. Hier ist diese... Oh! Hier ist diese Zelle, wollte ich gerade sagen. Wo habe ich gespeichert? Wo habe ich gespeichert? Warum sehe ich nichts? Warum ist das Bild schwarz? Diesen Bug hatte Tassad auch. What the fuck? Nochmal neu laden. Gibt's doch gar nicht hier. Komm schon! Funktioniere! Die letzten 3 Minuten. SCP-1025. Okay. Wir sind wieder hier. Sehr schön. Die Frage ist, bringt es was, da hinten hinzugehen? Oder werden wir wieder nur... wird uns wieder nur das Genick gebrochen? Wir werden es jetzt prüfen. Hallo? Wenn ja, frage ich mich, wo Billy herkam. Diesmal. Ah, wir sind wieder hier. Ich fühle mich so, als wenn ich in Kreisen umherlaufe. Ist wahrscheinlich auch so. Hier ist der Aufzug des Grauens. Oh Gott, wir sind schon wieder am Anfang. What the fuck? Wie schaffe ich das bloß immer? Wir müssen im Prinzip dahin, wo wir da, wo wir neulich mal waren, ne? In die Heavy Containment Zone. Ah, Gott, das sieht alles gleich aus hier. Ja, jetzt sind die Räume jetzt ja anders.
ist sogar da, wo wir hin müssten eigentlich. Hey Billy, what's up Billy? Bye Billy. Stop it, you prick. I hate you. Holy shit, neues. Die Glocke. Die ich jetzt noch nicht läuten werde, weil ich nicht weiß, ob das sicher ist. Die Glocke, die einen Diener herbeiruft, der alles für einen tut, was man will. Praktisch, oder? Gut, dass ich meine Gasmaske auf habe. Billy? Nicht Billy. Kein Billy. Hm, vielleicht hätte ich doch da weitergehen sollen. Jetzt laufe ich gerade wieder im Kreis, glaube ich. Oh! Hier ist der Virus. Und Billy, der da hinten drin steht. What the fuck? Was macht der da? Oh fuck, der kommt gleich bestimmt durch die Tür. Wisst ihr was? Scheiß auf den Virus. Braucht man eh nicht. Ist nicht wirklich wichtig. Ist ein Virus, der einen zum Zombie macht. Super, ne? So, jetzt wisst ihr Bescheid. Was haben wir hier? Entrance. Das war doch da, wo wir nicht durch konnten, oder nicht? Ich frage mich. Aha! Billy. Oh, meine IO piept. Billy, bleib schön da drin. So! Okay, das war's für heute. Morgen, Donnerstag, gibt es den nächsten Part SCP. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, denn langsam wird es spannend und wir machen Fortschritt. Langsam, aber sicher. Schauen wir mal, ob wir das Spiel bis Freitag überhaupt fertig kriegen. Wenn nicht, dann geht's wieder seinen geregelten Gang ab der Woche danach, ne? Gut, ich danke allen fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.